Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ich bin mit einer Freundin gleich zum Frühstücken verabredet und dafür habe ich mich jetzt zurechtgemacht und ich merke, wie viel Energie mir das gibt und wie gut mir das im Heilungsprozess tut, dass ich so viel von meinen Freunden treffe, mit denen telefoniere, mit denen am Schreiben bin, mir das schön mache, was das Thema Essen angeht, was ich esse. Gestern gab es auch zwischendurch mal Naschi und so, aber halt auch so von den Hauptmahlzeiten her, dadurch, dass ich jetzt ja super viel Zeit habe, weil ich krank geschrieben bin, habe ich auch total viel Zeit quasi mir Gedanken zu machen und ich bin ein bisschen spät dran, deshalb muss ich jetzt auf jeden Fall auch los. Bei mir kommt gleich meine Freundin vorbei und dann gehen wir ein bisschen spazieren. Das war für mich immer ganz gut, dass ich nicht so alleine draußen rumlaufe, falls doch nochmal was sein sollte. Ich bin zwar momentan relativ fit so für Spaziergänge, aber ja, will mich da auch nicht überschätzen. Und ich wollte euch jetzt einmal zeigen, wie meine Wimpern quasi gerade einmal so aussehen. Jetzt, wie kann man das ganz gut so jetzt so von der Seite sehen? Und wir gucken mal in die Richtung. Ich hoffe, da kann man das auch ganz gut sehen. Und falls nicht, dann ist das jetzt irgendwie schlecht gelaufen. Weil ich finde echt die Wimperntuschen, muss ich sagen, sehr gut. Das in Verbindung mit dem Wimpernserum ist momentan so etwas, was meine Wimpern ganz anders aussehen lässt als noch vor 2 Monaten. Deshalb schminke ich es jetzt einmal quasi mit einer weißen Schicht und dann mit einer schwarzen Schicht und dann sehen wir uns wieder. Hier sieht man jetzt mal so die meisten Spitzen auf jeden Fall so leicht. Und jetzt kommt Schwarz drauf. Und so sieht das Ganze. Ich weiß nicht, ich hoffe, man kann es gut erkennen. Es ist einfach so krass, wie unterschiedlich die Wimpern sind. Ich werde immer Wimpern haben, die durcheinander sind. Das ist einfach, habe ich von meinem Papa geerbt. Aber dass die jetzt, und das sieht man auch so von der Seite, so viel deutlich
länger geworden sind. Lustigerweise sind hier die Anas ein bisschen länger als hier. Mal gucken, ob das auf beiden Seiten noch gleichmäßig wachsen wird. Ansonsten passt das aber auch, weil meine Augen sind ja sowieso unterschiedlich. Das eine ist braun, das andere ist grün. Ja, und ich hatte euch das Oberteil auf Instagram schon gezeigt. Ich hatte mir jetzt im Krankenbett so ein paar Sachen bestellt. Unter anderem hatte ich bei Matches 2 Stücke bestellt. Ich habe wochenlang überlegt und jetzt nach der OP habe ich gesagt, so, ich bestelle mir das jetzt. Und zwar, dazu muss ich noch eine Sache sagen. Nachdem ich es bestellt hatte, habe ich irgendwie 2 Tage später gelesen, dass Matches wohl Insolvenz gegangen ist. Und dann war das auf der Webseite auch irgendwie so, dass irgendwie Retouren nur noch möglich sind ab einem bestimmten Tag. Mein Bestelltag war auch danach, aber ich habe mich gefragt, was ist denn mit all denjenigen, die vorher bestellt haben? Also da solltet ihr gerade so ein bisschen nur vorsichtig sein. Der Firma scheint es gerade nicht ganz so gut zu gehen. Ansonsten habe ich bei Matches ja auch letztes Jahr schon meine Hose von The Frankie Shop bestellt und ja, habe eigentlich die jetzt immer als normales Unternehmen, so wie Net-a-Porter, Mytheresa, Farfetch und ähnliche eingestellt, wo ich auch gerne gucke. Ja, das war ein bisschen komisch, wobei ich mich dann, also ich habe mich dann erst ein bisschen verunsichert gefühlt, war dann aber ganz froh, dass ich mit PayPal gezahlt habe, weil ich mir gedacht habe, egal was passiert, ich habe ja sonst diesen Käuferschutz und genau, auf jeden Fall habe ich da dieses Stück entdeckt. Das ist aber auch im Sale bei Mytheresa, das ist nämlich von Totem, so ein Rollneck, den kann man tragen mit so einem, ich schlag den immer nur ein, aber ich mache ihn einmal so hoch, das ist im Grunde so ein ganz hoher Rollkragen, so kann man das tragen, wenn man das möchte. Auf den Webseiten haben sie den Kragen immer nach außen umgeschlagen, aber ich finde es einfach unfassbar elegant, den nach innen zu schlagen, weil er dadurch, erstens sieht man außen diesen Rand dann nicht, wenn es doppelt umgeschlagen ist, und er steht halt hier auch so wunderschön am Hals ab, lässt den Hals auch schmaler wirken, dadurch, dass er hier dieses leicht Abstehende nach außen hat. Mega, richtig krass. Das ist auch alles handgenäht, also ein unfassbares Stück. Regulärer Preis waren ursprünglich mal 820 Euro, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und der kostet ja einfach so viel weniger. Dann gab es bei Matches, hatten die noch eine Aktion, als ich geshoppt hatte, wo es noch zusätzliche Rabatte gab. Und dann habe ich mir noch eine Hose bestellt, aber die muss ich euch noch irgendwie später zeigen. Die ist ein bisschen ähnlich auf jeden Fall wie diese hier von COS. Und zwar ist die von bei Marlene Bürger. Ich kann sie gar nicht, ja, mal kurz hier muss ich hinhalten. Und zwar ist die, ich bin mir gerade nicht sicher vom Material her. Ich meine, es ist ein Baumwollleinen-Mix, zumindest fühlt es sich so an. Und das ist halt die absolut passende Hose zu dem Blazer, den ich letztes Jahr von My Essential Wardrobe in Finnland gekauft habe. Die war auch so richtig krass reduziert. Und es gab auch nur noch eine in meiner Größe und die sitzt total toll. Sehr ähnlich wie diese Hose, aber weil ich die so super viel trage und dazu halt auch passenden Blazer habe. Und die hier noch so ein bisschen mehr so ins gelbstichige Beige geht und die halt hier so diese Melierung, habe ich gedacht. Ich trage die so gerne, also. Und von bei Marlene Bürger wollte ich sowieso mal schon was haben. Der Mantel hat ja im Winter nicht geklappt. Aber ja, richtig tolles Piece. Und bevor es für mich jetzt gleich losgeht, habe ich mir noch meinen Rahmen gemacht. Einfach nur einen Brühwürfel, bisschen Kokosöl, ein Knäuel sozusagen Reisnudeln. Und die nächste Folge Dungeons and Dragons, Game of Thrones. Heißt es dann? Nee, Dungeons and Dragons wird das Spiel. Game of Thrones. Ja. Bon Appetit! Und das ist jetzt mein finales Outfit. Ich habe zusätzlich zu dem Totem Pullover und der Kosshose noch meine braune Bottega Veneta ergänzt und nehme das Braun auch in den Schuhen wieder auf. Da habe ich mich für die Adidas Sambas entschieden. Wäre es ein bisschen wärmer, wäre eine braune Sandale natürlich auch richtig schön zu dem Look. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ich muss jetzt noch mal kurz das Fenster öffnen, ob ich noch einen Mantel überziehe. Ich vermute fast schon. Welchen nehmen wir denn dann? Vielleicht den von Philippa K.
Einen wunderschönen Dienstagmorgen. Heute geht dieser Vlog online. Ich habe jetzt gerade alles geschnitten, was ich bisher so an Videomaterial hatte und habe festgestellt, dass es diese Woche gar nicht mal so viel gewesen. Ich muss sagen, das ist aber auch einer Tatsache geschuldet, nämlich der, dass ich jetzt in einer Woche alle 8 Staffeln von Game of Thrones durchgesuchtet habe. Die Staffel oder die Serie hat mir richtig gut gefallen. Ich bin auch geneigt, House of Dragons noch anzufangen. Allerdings ist da ja bisher nur die erste Staffel draußen. Und es gibt bisher auch nur 2 Bücher. Und ich bin mir sicher, dass die Reihe insofern nicht abgeschlossen ist. Und deshalb bin ich gerade so ein bisschen hin und her gerissen, ob ich da anfangen möchte oder nicht. Mich frustriert das zum Beispiel auch immer noch, dass die, jetzt weiß ich gerade nicht, wie sie heißt, aber die Herr der Ringe-Serie quasi, dass da bisher auch nur eine Staffel draußen ist, obwohl Anfang des Jahres eigentlich, ja, zumindest hatte man das so gedacht, dass da die 2. Staffel rauskommen würde. Und ich finde es immer etwas frustrierend, wenn man da nicht weiß, wie es weitergeht. Deshalb gucke ich am liebsten abgedrehte Serien. Genau, aber das quasi nur als Erklärung, warum es in der letzten Woche nicht ganz so viel gab. Außerdem, ja, es ist immer noch so, wenn ich für mich in der Wohnung bin und hier so ein bisschen so rumtänge, kann ich tatsächlich mittlerweile einiges machen. Gestern war das erste Mal, dass ich alleine einkaufen war und jetzt keinen Großeinkauf gemacht habe, aber schon so ein bisschen was zum Tragen hatte. Das habe ich super mit dem Rucksack geschafft. Ja, und dann war ich aber auch erstmal ganz schön kaputt. Plan ist, dass ich ab nächster Woche Donnerstag wieder arbeiten möchte. Darauf arbeite ich jetzt quasi hin und ja, probiere mich deshalb so ein bisschen aus, ob ich das schaffe, weil ein 8-Stunden-Arbeitstag, auch mit im Zweifel Hin- und Rückfahrt ins Büro, Arbeitstasche tragen mit Gewicht entsprechend, gerade weil ich das iPad ja auch immer hin- und zurücknehme, das ist halt etwas anderes als, ich hole hier nur mal kurz was, also so wie gestern, gehe kurz einkaufen oder ich sitze in der Wohnung und laufe rum, aber grundsätzlich fühle ich mich total gut. Ich finde es absolut faszinierend, was der Körper da vollbringt. Auch hier der Hautbereich ist ist kaum noch taub. Also ich fühle da mittlerweile immer mehr, weil durch den OP-Schnitt war das natürlich erstmal alles taub, dann war es sehr empfindlich und das gibt sich tatsächlich mit der Zeit. Und ja, mal schauen. Ich habe mich jetzt einmal fertig für den Tag gemacht. Bin mal wieder einfach absolut begeistert von meinen Wimpern. Oh Gott, das werdet ihr die nächsten Wochen, glaube ich, 1000-mal zu hören bekommen. Aber wenn man halt einfach quasi sein ganzes Leben lang immer so Stummelwimpern hatte, die auch sehr durcheinander sind, und man sich damit so abgefunden hat und jetzt etwas findet, womit die Wimpern einfach, ich habe bis jetzt, glaube ich, 1,5 Monate benutzt, das Lash Serum, womit die so toll gewachsen sind. Es war immer noch vielleicht manchmal leicht durcheinander, aber hey, das bin ich. Ich bin ja auch manchmal ein bisschen durcheinander. Dann ist das ein absoluter Traum. Ja, bin ich einfach richtig krass. Ja, Outfit of the Day. Ich habe hier heute, weil ich mich für ein schwarzes Outfit nochmal entschieden habe, mal gucken, wie lange ich den nämlich noch tragen kann. Mein Pullover von Totem, den hatte ich irgendwo auch. Huch, was ist denn hier für eine Fluse? Den hatte ich irgendwo. Das ist gar keine Fluse. Muss ich mir gleich mal anschauen. Genau, auf jeden Fall hatte ich den irgendwo jetzt auch noch im Sale gesehen, meine ich. Den kann ich euch unten nochmal verlinken. Auch alles andere so aus dem Video, was ich erzählt habe, verlinke ich euch nochmal unten in der Beschreibung. Darauf meine Lelune Leggings. Da muss ich sagen, jetzt die letzten Tage habe ich einfach nur in der Leggings gelebt, weil ich mit Hosen doch festgestellt habe, wenn ich sitze, dass es hier so ein bisschen reindrückt. Und dann dadurch auch so ein bisschen anschwillt, also ist halt auch nicht ganz so gut. Auch das so ein Thema für nächste Woche fürs Büro. Was ziehe ich dann da an, wenn ich da vielleicht auch viel sitzen sollte oder auch im Homeoffice, wenn ich viel sitzen sollte? Na gut, da kann ich die Leggings anziehen. Ja, Birkenstock Boston und schmucktechnisch passend dann dazu meine Kate Young Schmuckstücke, die Ohrringe. Und der Ringstack, da habe ich jetzt auch gesehen, dass insbesondere der Ring hier jetzt mit dem Onyx drauf, dass der rausgehen soll. Wobei ich da schon festgestellt habe, manchmal sind die trotzdem immer noch so ein paar Wochen drin. Wahrscheinlich je nachdem, wie viel Nachfrage dann da ist. Aber ich hatte den jetzt auf jeden Fall in einer E-Mail gesehen von
vom Newsletter, dass der rausgehen soll. Falls ihr auch noch irgendein meine Kavinada-Piece shoppen wollt, ich verlinke euch unten nochmal meinen Rabattlink, mit dem ihr 20% auf die schönen Stücke spart. Ja. Meine Freundin hat gerade geschrieben, sie kommt. Ich krieg nämlich gleich wieder Besuch. Oh. Ich muss auch sagen, so mental gesehen, dadurch, dass ich jetzt echt 3 Wochen lang nicht so wirklich viel Verschiedenes hatte, ich bin hier nicht wirklich aus meinem Umfeld rausgekommen. Ich bin bisher kein einziges Mal Bahn gefahren, weil ich halt auch ein bisschen Bedenken davor habe, dass wenn ich in der Bahn nicht sitzen kann oder irgendwie aussteigen will, dass mir einer irgendwie doll gegen den Bauch drücken könnte, weil das ist ja manchmal so ein bisschen rangelegt, da habe ich noch so ein bisschen Respekt vor, aber diesen Samstag möchte ich gerne mit Kevin in die Stadt. Von daher, ja, werde ich da einfach gut auf meinen Bauch aufpassen, aber deshalb bin ich da bisher immer noch so ein bisschen vorsichtig gewesen. Aber deshalb bin ich so dankbar, dass ich mit so vielen Freunden irgendwie am Telefonieren bin, am Schreiben bin, viel Besuch bekomme und mich das halt entsprechend gut ablenkt und ich mit tollen Menschen umgeben bin, die ich alle lieb habe, die mich lieb haben und ja, wodurch ich dann, glaube ich, einfach trotzdem in einer mental total guten Stimmung bin, weil das hätte ich mir tatsächlich auch anders gedacht. Und ich habe hier immer noch Sachen auf meiner Liste, die ich unbedingt noch machen will. Jetzt komme ich schon quasi fast in Stress, das diese oder nächste Woche noch zu schaffen, weil ich dann ja wieder anfange zu arbeiten. Aber da muss ich sagen, hat jetzt Game of Thrones auf jeden Fall halt auch eine komplette Woche Zeit gekostet. 8 Staffeln in einer Woche, mein Gott. Ich habe das echt von morgens bis abends durchgesucht. Ich habe auch gar kein YouTube-Video oder so mehr geguckt. Ja, von daher muss ich jetzt gleich mal kurz aufhören, weil meine Freundin jetzt ja gleich kommt. Und dann sehen wir uns einfach nachher nochmal kurz. Ah, wartet, ein Mantel wollte ich euch noch zeigen. Ich habe ein paar Vintage-Pieces geshoppt, die zeige ich euch ja beim nächsten Vlog, weil jetzt im Laufe dieses Vlogs hoffentlich, drückt die Daumen, der Rest komplett ankommt. Aber den Mantel, den will ich euch nochmal kurz zeigen. Oder nachher, mal gucken, wie viel Zeit ich habe. Ich versuche es jetzt noch. So ein toller Fund. Mit dem habe ich schon vor lange geliebäugelt. Ich war mir immer noch nicht ganz sicher mit den Maßen. Und zwar ist der von Closed. Und falls ihr euch erinnert, hatte ich letztes Jahr im Herbst bei Closed selbst so einen Mantel an. Und ich finde dieses Muster so mega schön. Das ist nicht ganz dieses Fischgrätenmuster, würde ich sagen, aber so in dem Stil ist es angehaucht. Und dann, und das wusste ich aber tatsächlich beim Kauf nicht, also beim Kauf wusste ich, dass dieser Kragen schon so richtig toll gestaltet ist. Ich glaube, ich würde es vielleicht nicht unbedingt mit diesem Pullover drunter tragen, damit der Kragen hier einfach noch ein bisschen mehr zur Geltung kommt und der Rollkragen quasi das nicht so wegnimmt. Dann seitliche Einstecktaschen. Die Länge ist einfach der Oberhammer. Jetzt staut sich das hier gerade einfach so ein bisschen, weil der Pullover echt sehr, sehr dick ist. Mit dem hatte ich das hier bisher auch nicht drunter. Ich hatte bisher andere Pullover drunter, aber das ist auch so mein dickster Pulli. Den kriege ich nicht unter jeden Mantel. Und dann hat er hier einfach, und das wusste ich im Vorwege nicht, diese Leiste, wo man dann den Knopf zumacht. Und wenn der Mantel dann zu ist, dann sieht man die Knopfleiste gar nicht. Also so ein tolles Stück, sehe ich mich schon stylen mit meinen Lederleggings und Totemboots dann zum Beispiel. Der Stieflette. Ja, auf jeden Fall ein etwas anderer Pullover drunter. Aber ja, ein super, super schönes Piece und ich bin so froh, dass der so gut passt. Ich habe den in Größe XL oder 42, nee, XL ist glaube ich die Auszeichnung gewesen, XL bestellt. So hatte ich nämlich die Closed Mantel letztes Jahr auch anprobiert. Es ist zwar nicht mehr lange Winter, ich werde ihn jetzt nicht mehr allzu lange tragen können, aber für den nächsten Winter ist es dann schon mal ein schönes Staple in meinem Kleiderschrank. Ich mache mir gerade was zu essen und zwar habe ich einmal wieder einen Topf orientalische Linsensuppe gekocht für meine Eisenwerte. Und dann mache ich hier noch einen Wrap, den röste ich so leicht in der Pfanne an und dann kommt da gleich noch eine Scheibe Käse rein. Und dann snacke ich den dazu, aber den hier mache ich quasi richtig schön kross. Eigentlich habe ich den jetzt ein bisschen zu früh gedreht, aber dann wird das gleich mein Mittagessen. Und Kevin hat sich jetzt endlich die VR2-Brille
bestellt. Die hat das Secondhand jetzt gekauft. Von daher hoffe ich, dass da alles gut funktioniert. Aber mit der hat er schon so lange geliebäugelt. Und dann wollen wir wahrscheinlich das Spiel Horizon mal ausprobieren. Aber ja, von der hat er schon so häufig gesprochen. Jetzt haben wir die endlich mal gekauft. Und dann würde ich sagen, war es das für diesen Vlog. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Und ja, wünsche euch schöne Ostern. Weil wir sehen uns vor Ostern ja auf jeden Fall nicht mehr. Von daher hoffe ich, dass ihr schöne Ostertage verbringt. Ihr könnt mich aber wissen lassen, was ihr so vorhabt. Und ansonsten hoffe ich, dass es euch gut geht oder ihr das Beste draus macht, so wie ich jetzt gerade. Und dann sehen wir uns nächste Woche Dienstag wieder. Macht's gut!